Kennst du die Problematik auch? Du möchtest ein ETF-Depot erstellen, bist aber nicht sicher, ob diese zwei ETFs, die du jetzt gefunden hast, zueinander passen, ob man die zusammen in ein Depot geben kann oder ob nicht vielleicht doch die Korrelation untereinander zu groß ist. Normalerweise braucht es, um das herauszufinden, teure, kostenpflichtige Tools von Finanzdienstleistern oder von Analyseunternehmen. Was ist Morningstar generell? Das ist jetzt genauso ein Finanzinformations- und Analyseunternehmen, gibt es eben schon seit 1984 und bietet Daten für professionelle Investoren an und eben auch einen sehr guten professionellen Internetauftritt. Du findest hier einige Informationen rund um das Thema Aktien, ETFs, Fonds etc. Also unbedingt einmal vorbeischauen, da sind spannende Artikel drauf. Bevor ich jetzt gleich mit dem Tool starte, möchte ich dir kurz unsere Website vorstellen. Wir haben für dich als Anleger auf der Website finanzenverstehen.at einiges zusammengefasst, was für dich als Anleger in Österreich relevant ist. Egal, ob das jetzt Finanzwissen ist oder Buchtipps, die dir helfen, das Thema der Finanzwelt besser zu verstehen, oder sei es der Brokervergleich sowie unsere Erfahrungsberichte mit verschiedenen Brokern in Österreich, aber auch Nützliches zum Thema Steuern. Aber kommen wir jetzt zum Analysetool. Ich habe jetzt auf Google einfach mal eingegeben Morningstar X-Ray und das erste, was er mir vorschlägt, das nehme ich gleich. So schaut die Seite aus, auf der wir jetzt gelandet sind. Im nächsten Schritt brauchst du jetzt nur hier deine ISIN oder WKN-Nummern deiner Produkte eingeben. Im nächsten Schritt kannst du dir aussuchen, ob du jetzt die Prozentanteile angeben möchtest oder ob du einen Eurobetrag schon festgelegt hast. Klicke auf X-Ray anzeigen, um das Tool zu starten. So schaut dann die Startseite aus. Was siehst du gleich mal ganz oben? Du hast verschiedene Menüpunkte, auf die werde ich dann gleich noch einmal im Detail eingehen. Und du kannst dir eine Benchmark auswählen, je nachdem, ob du gewisse Präferenzen hast. Aber ich lasse jetzt da mal die Standardwerte USA. Du siehst auf einen Blick jetzt schon einmal, in welche Regionen deine ETFs investieren, in welche Sektoren. Du siehst, in welche Unternehmensgrößen du investierst, also in Large Caps, Mid Caps oder Small Caps. Wenig überraschend sind bei mir jetzt nur Large und Mid Caps im Depot. Wie du vielleicht gesehen hast, bespare ich den MSCI World und Emerging Markets ETF und dort sind eben nur Large und Mid Caps enthalten. Wenn ich jetzt Small Caps auch noch in mein Depot aufnehmen wollen würde, dann bräuchte ich wieder einen eigenen Index dafür. Dann hätte ich eben auch hier Small Caps in meinem ETF-Depot. Genau, so viel zur Übersichtsseite. Du siehst hier unten nur noch die größten Einzelpositionen. Gehen wir jetzt genauer auf die einzelnen Seiten ein. Als erstes möchte ich dich mitnehmen auf die Seite Aktiensektoren. Was mir jetzt persönlich bei dem Tool gefällt, sind die Zusammenfassungen am Ende der Seiten immer. Du siehst für jeden deiner ETFs oder Fonds die genaue prozentuelle Verteilung, wo welcher ETF oder Fonds wie investiert ist. Also ich kann hier sehen, der Community Fonds von On360 ist zu 34,69% in zyklischen Unternehmen investiert. Eine sehr spannende Übersicht und du kannst hier dann noch einmal das Ganze im Detail anschauen. Also ein sehr nettes Tool, spiel dich da ruhig mal damit. Du wirst deine Produkte noch genauer kennenlernen. Gehen wir zum nächsten Punkt, nämlich Aktienstatistiken. Auch sehr spannend, denn du siehst hier jetzt alle deine Produkte mit verschiedenen Kennzahlen, mit dem KGV, mit dem KCV, also mit dem Kurs-Cashflow-Verhältnis und mit dem Kurs-Buchwert-Verhältnis. Und eben wie vorhin von dir eingegeben, die Gewichtung von deinem Portfolio. Eine weitere Seite, die ich dir im Detail zeigen möchte, ist die Seite mit den Regionen. Und zwar sehe ich jetzt auf einem Schlag genau, wie groß mein Europaanteil ist. Das ist dieser hier. Wie groß mein US-Anteil bzw. generell mein Amerika-Anteil ist. Und wie hoch mein Asia-Anteil ist. Und auch wie schon vorher, die genaue Auflistung der einzelnen Produkte. Also ich bin positiv überrascht. Ich hätte jetzt eher mit so 15% Europa, 45% USA und 40% Asien gerechnet. Also eh circa das, was jetzt hier steht. Aber eben so eine Aufstellung so im Detail habe ich mir noch nie erstellt, beziehungsweise wusste ich auch nicht, wo ich mich dahin wenden kann. Und jetzt habe ich eben dieses Analyse-Tool gefunden. Jetzt könntest du sagen, du kannst dir auf dem Factsheet nachschauen. Gebe ich dir recht. Hier haben wir ein Factsheet, da siehst du immer die Länderaufteilung, die Sektorenaufteilung und die Währungsaufteilung. Und natürlich könnte ich mir das jetzt alles in ein Excel-Tool reinhauen und ganz genau schauen, wo ich wie investiert bin. Und jetzt mit diesem spannenden Tool habe ich es eben schwarz auf weiß, wie meine Aufteilung ganz genau ist. Schreib mir mal gerne in die Kommentare, ob diese Aufteilung für dich auch in Frage kommen würde oder ob du Asien oder Amerika vielleicht übergewichten würdest, ob du den Europaanteil reduzieren würdest. Das würde mich ziemlich interessieren, also einfach kurz die Kommentarfunktion nutzen. Und wenn wir schon dabei sind, ich würde mich mega freuen, wenn du dem Video ein Like gibst, wenn du unseren Kanal abonnierst und besuch natürlich auch gerne unsere Website für mehr Finanzwissen. Kommen wir jetzt zum spannendsten Teil, nämlich den der überschneidenden Positionen. Eine große Herausforderung bei der richtigen ETF-Auswahl stellen ja immer die Überschneidungen dar.
Also um jetzt die Überschneidungen festzustellen, müssten wir bisher in die Jahresberichte reinblicken und schauen, welche Positionen wo vorkommen und ob es eben Überschneidungen gibt. Und hier sehe ich ganz schön von oben bis unten, wo es eben innerhalb meiner ETFs Überschneidungen gibt. Die größte Überschneidung immer ganz oben angezeigt und anhand von Apple zeige ich dir jetzt, was diese Zahlen bedeuten. Du siehst hier immer die Aktie und wo sie vorkommt, in welchen deiner Produkte. Ich habe jetzt die Apple-Aktie im MSCI World und im Own360 Community Fonds. Die Gewichtung der Holding, dazu komme ich gleich, Gewichtung im Portfolio, das ist jetzt ein sehr wichtiger Punkt. In meinem Portfolio, so wie ich es vorher angegeben habe, ist Apple in Summe mit 1,82% gewichtet. Im MSCI World ETF ist Apple mit 3,84% gewichtet. Bei meiner Gewichtung, ich habe den MSCI World mit 40% in meinem Depot, entspricht das einer Größe von 1,54%. Own360 habe ich zu 10% im Depot, das entspricht eben einer Gewichtung von 0,29%. Die Summe aus beiden ergibt dann eben meine Gesamtgewichtung an Apple in meinem ETF-Portfolio. Und so zieht sich das eben durch die anderen Aktien auch durch. Rechts immer die Größe im gesamten ETF oder Fonds und links dann reduziert auf meinen Anteil. Du siehst jetzt hier Unternehmen aus der Gesundheitsbranche. Ich habe einen Satelliten-ETF, mit dem ich zu einem kleinen Teil die Gesundheitsbranche übergewichten möchte. Und hier genau diesen Effekt wollte ich erzielen. Solche Unternehmen wie Johnson & Johnson wollte ich eben nicht nur mit 0,35% in meinem Depot haben, sondern ein bisschen größer. Und habe durch diesen einen ETF jetzt einen Prozentanteil an Johnson & Johnson in meinem Gesamtdepot. Kommen wir jetzt zum letzten Punkt, auf den ich genauer eingehen möchte, und das ist die Performance. Auch hier zeigt dir Morningstar jetzt wieder eine wunderschöne Übersicht, eine grafisch einwandfreie Übersicht von deinen Produkten. Und ich ändere jetzt das Datum bewusst einmal auf 2017. Was sieht man hier sehr schön? Hättest du jetzt 2017 10.000 Euro in diese Produkte investiert, hättest du heute mehr. Genau gesagt um knapp 50% mehr. Warum habe ich jetzt genau 2017 ausgewählt? Ich habe im ersten Quartal 2017 mit dem Investieren in Aktien begonnen. Ich habe einige Penny Stocks gekauft und habe circa damals im Laufe der ersten eineinhalb Jahre meines Investment-Daseins, also bis hierher circa, habe ich circa um die 5.000 Euro verloren. Hätte ich damals einfach nur in diese, unter Anführungszeichen, langweiligen Produkte, in breit gestreute, kostengünstige ETFs investiert, hätte ich jetzt heute nicht 5.000 Euro weniger, sondern bei meinem Einsatz damals eben knapp 2.500 Euro mehr. Worauf möchte ich hinaus? Auch mit langweiligen Produkten kann man eine schöne Rendite machen. Und ich hätte ja damals zum Beispiel mit der Hälfte des Geldes zocken können, mit 2.500 Euro. Und die anderen 2.500 Euro hätte ich in solche, unter Anführungszeichen, wieder langweiligen ETFs stecken können. Dann hätte ich zwar immer noch im Großen und Ganzen Geld verloren, aber eben nicht alles. Und ich hätte gesehen, dass dieses langfristige Anlegen in breit gestreute Produkte durchaus seinen Sinn hat. Und eben nicht alles so einfach ist am Aktienmarkt, wie es vielleicht in manchen Filmen oder Werbungen rüberkommt. Kommen wir zum Fazit. Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, bevor du dir ein ETF-Portfolio aufbaust oder wenn du bereits eines hast, einmal alle Positionen eingeben und zu analysieren, ob dein Depot gut diversifiziert ist oder ob du große Überschneidungen hast und auf das ein oder andere Produkt verzichten kannst. Am besten gefällt mir der Punkt Überschneidung der Positionen. Finde ich richtig cool, dass man das so schön aufgelistet bekommt und vor allem so verständlich. Und das Beste daran ist ja, das Ganze ist ja kostenlos. Also in der Regel kosten solche Produkte sehr, sehr viel Geld. Und dass Morningstar jetzt dieses Tool für dich als Privatanleger kostenlos zur Verfügung stellt, ist ein richtig großer Mehrwert. Du findest jetzt sämtliche Informationen zu den Dingen, die ich gesagt habe oder noch nicht gesagt habe, in der Biografie oder als Kommentar von uns. Sowie auch Broker-Empfehlungen, je nachdem, ob du jetzt eben mit dem ETF-Sparen beginnen möchtest oder ob du auf Einzelaktien setzen möchtest. Und wenn du gerne weitere Videos über nützliche Tools von Morningstar haben möchtest, dann lass es mich bitte auch unbedingt wissen. Dann werden wir das so planen und ich zeige dir vielleicht dann, wenn du das möchtest, beim nächsten Mal weitere nützliche Tools für dich als Privatanleger.